Guten Tag, der Stefan hier. Herzlich willkommen bei den Happy Ones. Eigentlich wollte ich, das ist jetzt gerade nicht der erste Versuch, dieses Video aufzunehmen, wollte ich ein bisschen was erzählen über die Happy NLP Academy. Das ist ja das neue Projekt, was ich da so vorhabe, um auf YouTube mal ein bisschen was in Richtung NLP zu machen, was für jeden nachvollziehbar ist, wo man ein bisschen über Hintergründe erfährt, über von wem kommt NLP, aus was hat es sich denn überhaupt entwickelt, was war denn so der Nährboden dessen, bis hin zu Übungen aus der Rhetorik, also der Linguistik, also neurolinguistisches Programmieren, ein paar Übungen über eigenes Selbstmanagement, Ressourcenmanagement, auch hier hinter und so weiter und so fort. Und als ich damit so fertig war, das alles zu erzählen, was ich da so vorhabe, kam mir noch ein Gedanke, den ich noch loswerden wollte, und dann plötzlich wurde dieses Video sehr lang und ich fing auch noch an zu heulen. Jetzt muss ich mich gerade erstmal ein bisschen trockenlegen da oben um Augen rum, denn was habe ich erzählt? Und jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren und dissoziieren, das heißt nicht wieder reinzugehen, nicht wieder diese Emotionen zuzulassen. Sascha, ist gar nicht so schwer, Sascha Lewandowski ist tot. Einige von euch werden nicht wissen, wer es ist. Einige von euch werden sich jetzt fragen, tot, wieso? Das war ein Fußballtrainer, deswegen habe ich zumindest den Namen mal gehört und ein Gesicht vor Augen gehabt. Der war bei Leverkusen eine Zeit lang und war dann in Berlin, bei Union Berlin, und hat dort dann seinen Trainerjob beendet oder pausiert, weil er Burnout hatte. Ja, und Burnout ist ja auch jetzt erstmal etwas, wo man denkt, naja, das könnte sich irgendwie so ein Stück weit mit Depressionen auseinandersetzen oder in Verbindung stehen. Und darüber kam ich dann zu einem Fall, den viele von uns sicherlich noch im Kopf haben, nämlich zu Robert Enke. Er hat sich nämlich auch umgebracht, weil er Depressionen hatte. Und damals war die Bestürzung unfassbar groß und die Trauer und die Traurigkeit, und alle Menschen haben ganz, ganz laut Besserung gelobt. Besserung in Bezug auf, wie gehe ich jetzt in diesem Zusammenhang beim Fußball mit der Situation um, in der wir uns als Fußballfans immer wieder finden. Nämlich, naja, wenn die da unten mal wieder Scheiße spielen, und auch dieses kenne ich ja, ab und zu muss ich das auch ertragen, da erwischt man sich ja selber, dass man ab und zu mal so Wörter darüber ruft, über diesen Zaun. Ja, und in Bielefeld stehst du jetzt nicht gefühlte 100 Meter vom Rasen entfernt, sondern ein bisschen näher dran, und vielleicht hören die das ja. Und dann sind da so Wörter, die gar nicht so schön sind. Und dann wird denen vorgeworfen, die kriegen Millionen, und was machen denn die ganze Woche? Trainieren die nicht? Doch, die trainieren bestimmt. Die haben einfach vielleicht manchmal einen Scheißtag, so wie jeder von uns manchmal einen Scheißtag. Du, ich, jeder andere Mensch, jeder normale Mensch auf der Welt hat manchmal einen Scheißtag. Unser Vorteil ist, kriegt kein Schwein mit. Ja, bei denen kriegen es 5 Millionen mit, nämlich die, die die Sportschau gucken. Vielleicht sind es sogar manchmal 10 Millionen. Und dann steht da so ein 20-jähriger Bengel oder Mitte-20-jähriger Bengel, und der muss damit klarkommen, dass 5 Millionen Menschen mit dem Finger auf ihn zeigen. Die EM übrigens steht bevor, da wird es auch wieder passieren. Und damals, zumindest war das meine Wahrnehmung, nach dem Tod von Robert Enke und nachdem seine dann Witwe in diese Pressekonferenz gegeben hat, die mich sehr bewegt hat, wo ich geheult habe, wie ein Schlosshund, weiß ich noch, haben wir alle Besserung gelobt, und es wurde auch besser. Zumindest war so mein Gefühl, wir sind irgendwie anders miteinander umgegangen. Man hat Nachsicht gehabt, man ist fairer miteinander umgegangen, und irgendwie fühlt es sich besser an. Blöd ist nur, man ist dann irgendwann wieder ins Normale. Was ist denn bitte schön normal? Muster übergestiegen. Und irgendwie heute, ein Jahr später, war alles so wie immer. Dann wurden die Jungs da wieder angepault. Oder aber vielleicht sogar noch Schlimmeres. Wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot. Das sind Menschen, verdammte Axt. Junge Menschen. Und in der Sekunde, wo junge Menschen sich so eine Scheiße anhören müssen, interessiert es nicht, ob die eine Million auf dem Konto haben oder 10 Euro oder 50 Millionen. Das ist in der Sekunde scheißegal. Weil es damit nichts zu tun hat. Null. Appell an mich selbst und vielleicht auch an dich. Und zwar nicht nur an dich, wenn du Fußballfan bist, sondern wenn du Umgang mit anderen Menschen hast. Und das haben die meisten von uns. Lass uns mal schauen, ob wir nicht mit unserem Gegenüber ein bisschen anders umgehen können. Fairer. Wertschätzender, sowas in der Art. Das heißt nicht, dass man gar nichts mehr kritisieren muss. Nö.
Man könnte das vielleicht anders machen. Man könnte vielleicht sagen, du, der Pass, der, den du gespielt hast, der war schon Schrott. Das weiß der aber auch selbst. Er weiß, was, komm, beim nächsten Mal spielst du wieder einen schönen. Und dann habe ich überlegt, warum nimmt mich das eigentlich so mit? Und das bringt mich ein Stück weit zurück. Da habe ich nämlich dann vorhin nachrechnen müssen. 24 Jahre zurück, da war ich 18. Und als ich 18 war, hat sich ein Freund von mir umgebracht. Ein Nachbarsjunge, den ich schon seit ein paar Tagen kannte, mit dem ich Tennis gespielt habe und Zeit verbracht habe. Und irgendwann hieß es dann, als meine Mutter auf dem Sonntagmorgen zu mir ins Zimmer kam, du, der so und so ist tot. Man denkt sich, wieso? Er hat sich umgebracht. Und dann steht man am Grab seines, nicht Besten, aber seines Freundes und fragt sich, fuck, wieso habe ich denn nichts gemerkt? Ja, letzte Woche haben wir noch Tennis gespielt. Wieso habe ich denn nichts gemerkt? Es muss doch spürbar gewesen sein. Und ja, vielleicht wäre es das gewesen, wenn wir alle, jetzt spreche ich in den Spiegel, ich sage es mir selbst und vielleicht auch ein bisschen dir, wenn wir alle unsere Augen und unsere Ohren und unsere Sinne mal etwas weiter aufmachen. Und zumindest mehr um andere Menschen kümmern, nicht nur um uns selbst. Ja, auch um uns selbst. Und auch um andere. Das wäre vielleicht ganz cool. Und manchmal braucht man so einen Denkanstoß. Es ist immer sehr schade, wenn erst sowas passieren muss, dass sich jemand umbringt. Und da habe ich ein Zitat gelesen im Nachruf von Rot-Weiß Oberhausen. Das ist auch ein Fußballverein, den man nicht mehr so kennt. Die spielen nämlich nicht mehr so weit oben. Und als ich den vorhin vorgelesen habe, fing ich an zu heulen. Ich hoffe, es klappt jetzt besser. Ich muss ihn nämlich ablesen, weil ich kenne ihn nicht auswendig. Aber es ist schön. Das ist von Václav Havel. Das Leben ist viel zu kostbar, steht da, als dass wir es entwerten dürften, indem wir es leer und hohl, ohne Sinn, ohne Liebe und letztlich ohne Hoffnung verstreichen lassen. Und damit wünsche ich dir einen schönen Donnerstag.